Hallo Christian, da ist Meinfeld. Wir sind wieder fett auf Tour. Weisen World to Tour 2018. Und der zugehörige EP kommt am 30. März auf den Markt. Wir werden euch jetzt ein bisschen über die EP erzählen. Wir haben 6 Songs zusammengestellt. Und wo wir auch die Thematik eben des Laster und Tugend, diese Dualität einfach auch musikalisch verarbeiten wollten, haben wir 3 Songs in Berlin aufgenommen und 3 Songs zu Hause. Und dazu werden wir euch ein paar Details erzählen. Unsere erste Single, It Is Over, ist bereits im Februar erschienen und wir haben sie zusammen mit Jochen Schmalbach und Malcolm Harrison in Berlin produziert. Stilistisch haben wir versucht, neue Wege zu gehen, uns ein wenig abzuheben von unseren alten Platten, und im Video haben wir das auch visuell mit Hilfe von Daniel Ecker so versucht rüberzubringen. Also ich würde schon sagen, dass es ein bisschen nachdenklich geworden ist, die CD. Aber ich glaube, zusammen mit den neuen Einflüssen, neuen Bekanntschaften und auch neuen Inputs, die man auf Tour bekommt, musste man die auch mal erkunden, würde ich mal sagen, ein bisschen experimentieren und schauen, wohin es einen dann auch musikalisch führt. Unsere nächste Single ist Anfang März rausgekommen und heißt Fading, wurde zusammen mit Jochen Schmalbach in Berlin auch aufgenommen, und wir haben auch ein tolles Video dazu gemacht, zusammen mit unserem Freund Daniel Louis, einem Filmemacher aus Österreich, und haben die Thematik der EP und auch des Songs Vice and Virtue, Laster und Tugend visuell verarbeitet. Man entwickelt sich ja auch immer weiter und wir wollen uns ja auch sagen wir, nach vorne bewegen, wir wollen ja nicht stehen bleiben. Und deshalb tut es eigentlich mal gut, so eine EP als kleinen musikalischen Exkurs zu machen und sehen, was hängen bleibt und wo es dann, welche Pferde sich dann damit auch auftun. Man merkt schon auch in der EP, dass es Spaß macht, Musik zu machen. Yo people, wir sind gerade auf unserer Tournee Vice and Virtue durch ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Checkt den Tourkalender aus und kommt vorbei, wir sehen uns.